Willkommen bei einer weiteren Folge der Map News. Wir starten mit der Northern Farms von SFTN. Die Karte ist für PlayStation und Xbox und natürlich auch für PC und Mac. Ja, das hier wäre unser Hof. Die Karte schaut so aus, sieht man auch bei Motrup. Und apropos Motrup, das ist natürlich auch alles unten in der Beschreibung verlinkt, jede einzelne Karte. Und natürlich, wenn du keine Karte verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Gut, weiter geht's. Das wäre unser Hof, den sieht man schon. Man hat vier Grasflächen sozusagen, ist aber ein Gebiet. Das hier kaufe ich gleich mal. Hier gibt es einen zusätzlichen Kuhstall und das wäre auch noch ein. Ich mach da mal ein bisschen was rauf, schnell. Das wäre auch ein Hof. 83, okay, ja, ich kaufe schon. So, da haben wir mal genug. So, das wäre auch ein Hof. Also insgesamt sozusagen, in Anführungszeichen, drei Höfe hat man hier. Hier drüben haben wir Schafe und Kühe. Und auf dem Haupthof haben wir Schafe, Kühe und Pferde. Ach ja, und die Hühner nicht zu vergessen. So, natürlich haben wir auch eine Biogasanlage hier. Und wie gesagt, so schaut eben der Hof hier aus. Man hat hier auch schon, ja, eine ICB. Dann Massey Ferguson, natürlich der Deutz darf nicht fehlen. Diverse Geräte hat man natürlich auch schon da. Ja, Scheibenecke, Pflug, Anhänger und. Ja, und das wäre es mit den ganzen Fahrzeugen bzw. Geräten momentan. Und ja, wie gesagt, das wäre hier der Hof. Die Felder da unten, dieses, dieses und dieses, also alles Gras gehört einem schon. Forst ist hier auch zu finden, aber ich glaube, Forst, ja, könnte man auch machen, wenn man das einfach so kaufen würde. Ich kaufe es jetzt nicht. So, gut, da wäre auch was für die Pferde zum Herumhüpfen. Die Loch sollte fehlerfrei sein, schaut auch soweit fehlerfrei aus. Ist eben vom Motrup. 451,95 MB ist diese ganze Karte groß. So, ein platzierbaren Bereich für diverse Produktionen oder einen Hof hat man hier auch zur Verfügung. Sechs Verkaufsstellen, UK-Kennzeichen, nämlich die Karte spielt in einem landwirtschaftlichen Bereich Northumberland in Großbritannien. So, da draußen fährt man zu. Na, sehr schön. Ja, die Fahrzeuge sind sehr schnell unterwegs, wie ich hier sehe. Und ja, hier haben wir auch unsere Biogasanlage. Wie gesagt, ich kaufe das Ganze jetzt einmal nicht. Und man sieht, der Mapper hat sich schon Mühe gegeben mit dieser Karte. Und ja, die Fahrzeuge fahren hier sehr schnell und meiner Meinung nach sollte man den Verkehr ausschalten, sonst ja, wird man nicht viel weiterkommen, weil die Straßen sehr eng sind zum Teil. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen über diese Karte? Ja, also ja, Großbritannien, das ist, heißt, die ganzen Äcker, Wiesen sind eingezäunt durch entweder Zäune, so wie hier, oder durch Büsche. Im Großen und Ganzen ist es aber, das mein ist, also mal so, ich habe es schon angeschaut, die schönste Karte von heute. Und was die weiteren Karten zu machen, schauen wir uns jetzt natürlich gemeinsam auch an. ROWY Map von Mahin 535. Ja, diese Karte, oder ja, diese Karte ist seine erste Karte. Und im Anbetracht, dass das seine erste Karte ist, bin ich immer etwas gnädiger als sonst. Sie schaut für die Größe recht gut aus. Er hat sich viel Mühe gegeben, viele Details, was ich so auch nur so im Ansatz sehe, sind hier.
Es gibt aber ein paar Verbesserungswünsche oder würdige Dinge, nämlich, dass die Startfahrzeuge außen irgendwo herumstehen. Natürlich kann man sie auch zurücksetzen. Die kommen alle zu dem Startpunkt hin. So schaut die Karte aus. Ich setze bei dem zurück. Und wenn man hier hereinstellt, sieht man, dass das unser Startpunkt ist. Hierher wird das Ganze zurückgesetzt. So, gut. Hier wäre der Viehhändler. Dadurch, dass wir noch keine Tiere haben. Okay. Ja, das wäre der Fahrzeughändler. Soweit. Gut, wie schaut das Ganze aus? Da haben wir alles. Soweit. Eine Verkaufsstelle gibt es da hier. Und da kann man sogar alles verkaufen. Also von dem her richtig gut gemacht. Ja, die Stelle haben wir keine. Verträge haben wir. Produktionen besitzt man auch noch keinen. Insgesamt gibt es laut ihm 22 Felder. Dazu kommen aber noch zwei Wiesen und eine Verkaufsstelle, aber es werden in Zukunft zwei sein. So abwechslungsreiches Gelände kann ich ehrlich gesagt auch eigentlich sagen, ja. Wie gesagt, er hat sich viel Mühe gegeben für diese Karte. Und er schreibt auch, dass es noch ein paar zusätzliche Updates geben wird, vor allem eine, wo das Ganze auch erweitert wird. Ich hoffe, die Startfahrzeuge setzt er in die Map hinein, in die Map-Begrenzung natürlich. Und damit würde ich mal sagen, ja, gut, fehlerfrei ist sie nicht, ganz so wie ihr schreibt, der LOD1 Error haben wir hier. Was haben wir sonst, wenn das der einzige Fehler ist? Okay, Farmlands XML, gibt es ein Warning, weil das kann ich eigentlich keine größeren Fehler oder Warnings entdecken, die diese Karte in puncto Performance oder, wie soll ich sagen, in Performance oder im Spielvergnügen einschränken würde. Damit wäre das eben die mal die zweite Karte und die dritte Karte folgt zugleich. Pazenta Madureiro oder Madureira, je nachdem wie man es nimmt, von STVO. Für diese Karte benötigt man viele Mods. Jede Menge Mods. Wirklich jede Menge Mods. Irgendwas scheint mir auf dieser Karte überhaupt nicht zu gefallen. Okay, Leute. Außer dass man nicht wirklich jede Menge Mods braucht, hat man einen Kostak drinnen. Das merke ich hier und der zieht sich durch. Und damit würde ich mal sagen, schaue ich mir diese Karte nur im Kurzen an, weil ja, mein Resümee über diese Karte ist sowieso mal klar. Lasst es einfach bleiben. Gut, damit schauen wir uns mal das hier an. Dazu wäre hier dann Goldcrest Felder, Getreide Silo West. Hier wäre Melken mit Zaun, okay. Kuhhof quasi, oder Kuhstall. Man besitzt hier schon eine Farm mit Kühen. Schauen wir mal weiter. Der Wachstumskalender. Da haben wir zusätzliche Früchte: schwarze Bohnen, Millet, Zwiebeln, Karotten, rote Beete. Die haben wir. Karotten, rote Beete, Pastinaken sind sowieso hier. Kaffeebohnen und so, ja, da sehen wir noch, ein Eintrag fehlt für eine Verkaufsstelle. Da fehlen jede Menge Einträge, die wir so verkaufsstellen. Oder ist das nur das Problem mit Deutsch? Das kann natürlich auch sein. Ja, Schweinestall, Kuhstall, Kuhstall, Großhühnerweide, brasilianischer Schweinestall, Kuhstall und mit Zahn, also alles besitzt man schon. Die ganzen Ställe, Verträge hat man auch, Produktion besitzt man keine. So weit. So. Der Forst ist sozusagen auch zu kaufen, was das Ganze so, nun ja, kann. Ich würde mal sagen, naja. Ich enthalte mich der Stimme bei dieser Karte, weil man sollte diese Karte sowieso nicht bauen und nicht spielen. Meiner Meinung nach, obwohl der Forst nicht immer so übel ausschaut, die ganze Rundumsicht
eigentlich ist die Karte nicht immer so übel, wenn auch nicht diese komischen Texturen wären, die mir überhaupt nicht gefallen. Das wäre eben auch meine Meinung und wie gesagt, dank diesen ganzen Fehlern ist diese Karte nicht zu empfehlen zum Herunterladen. Außer die ganzen Fehler, vor allem der Kostak, der ist weg. So, Chandier Hydro, das sind die ganzen Stofffahrzeuge, die man hier hat. Jetzt hängt es hier irgendwo. Okay. Marcel Ferguson, das sind spezielle Mods. Ja, und hier sieht man auch schon ein paar Mods, die man herunterladen muss. Wie diese Karte. Und ja, wenn man es unbedingt spielen möchte, ja, meine Empfehlung hat diese Karte auf jeden Fall nicht. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder für die Map News am Wochenende oder fürs Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.